So. Wir sind scharf, ne? Oder? Ich sehe das nicht. Siehst du das? Okay. Hallo zusammen. Ich wollte euch zeigen, wie man den Bodywrap anlegt. Und ich habe hier neben mir eine Testperson. Und das wollen wir jetzt an ihr ausprobieren. Was man zuerst machen muss, ist erstmal messen. Und das machen wir erstmal in der Taille. Dann einmal in Höhe des Bauchnabels. Mal circa 3 oder 4 cm unterhalb des Bauchnabels. So, am besten ist es natürlich, wenn man schon vorher ein Vorherfoto gemacht hat und dann nach dem ersten Bodywrap ein Nachherfoto. So, und jetzt legen wir den Bodywrap drauf. Das ist der alte Bodywrap in seiner alten Verpackung. Und ja, den macht man einfach hier oben auf. Und hier ist das Vlies, wo sich diese Lotion mit den natürlichen Inhaltsstoffen befindet. Man faltet den Bodywrap auf. Und dann legt man ihn hier an. Es fühlt sich im ersten Moment sehr kalt an. Aber daran gewöhnt man sich recht schnell. Und um das Ganze ein bisschen zu fixieren, damit er nicht hin und her rutscht, haben wir hier eine Fettwrap-Rolle, die ist atmungsaktiv und ja, hält das Ganze fest. Dann warten wir 45 Minuten und dann machen wir den Bodywrap ab und messen noch einmal nach. Bis gleich. So, die 45 Minuten sind rum und wir machen jetzt den Bodywrap ab. Ganz wichtig ist, dass man dann die Lotion noch einmal schön einreibt. So, der nächste Bodywrap kann in 3 Tagen angelegt werden und bis dahin arbeiten die Inhaltsstoffe immer noch weiter nach. Ganz wichtig ist dann in dieser Zeit, dass man wirklich sehr, sehr viel trinkt, 2 bis 3 Liter am Tag. Und ja, und jetzt wollen wir einmal nachmessen. Und dann das endgültige Ergebnis steht dann nach diesen 3 Tagen fest. Okay, danke schön.